Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit 10 Jahren verzeichnen die Hochschulen Rekordzahlen bei der Aufnahme von Studierenden. Warum ist das so? Ein Studium ist attraktiv, weil Akademikerinnen und Akademiker oft höhere Einkommen erhalten und auch seltener arbeitslos sind. Keine Frage, gut verdienen kann man auch ohne Studium, wie uns die aktuelle Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft, die ja vor kürzlich erschienen ist, in Köln belegt. Auch Absolventinnen beruflicher Bildung haben hervorragende Perspektiven, denn ihr großes Plus ist die berufliche Praxis. Sie sind Stütze des Mittelstands, sie sind begehrte Fachkräfte und sie sind ein Erfolgsfaktor für unsere Wirtschaft. Und deshalb ist die Frage, ob der Studierendenboom als das duale System bedrohe, eine, die sich eigentlich gar nicht stellt. Denn wer wie die CDU behauptet, dass alle jungen Menschen studieren wollen, so suggerieren sie es ja auch in ihrem Antrag, der für heute vorliegt, sollte sich die Zahlen einmal genauer ansehen. Das Interesse an einer beruflichen Ausbildung ist nach wie vor ungebrochen. Seit Jahren will jede oder jeder fünfte Studienberechtigte eine Berufsausbildung machen und unter den Kindern von nicht akademisch gebildeten Eltern gar jede oder jeder vierte. Und wer eine Abbruchquote bei Bachelorstudierenden von 28% kritisiert, muss auch erwähnen, dass es bei der beruflichen Ausbildung eben 25% sind. Und im Übrigen sind in beide Prozentzahlen auch diejenigen eingerechnet, die in andere Ausbildungstypen oder an andere Einrichtungen, Betriebe und Hochschulen wechseln. Und wer schließlich die hohe Zahl an Studienanfängerinnen und Anfängern als Maßstab für eine vermeintliche Überakademisierung nimmt, muss die ebenso hohe Zahl an Ausbildungssuchenden daneben halten, sowie auch diejenigen, die sich in der schulischen Berufsausbildung und im Übergangssystem befinden. 103.000 Studierende haben sich im Wintersemester an einer Hochschule in Nordrhein-Westfalen eingeschrieben. 102.730 haben sich in diesem Zeitraum um einen Ausbildungsplatz bemüht. Und etwa 60.000 junge Menschen belegen Plätze in der schulischen Berufsausbildung und im Übergangssystem. Die akademische und die berufliche Ausbildung sind insofern keine konkurrierenden Systeme. Sie ergänzen sich und sie bauen aufeinander auf. Der vorliegende Entschließungsantrag der CDU qualifiziert ohne Not die akademische Bildung ab und spielt sie gegen die berufliche Ausbildung aus. Und das ist, finde ich, vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels anachronistisch. Und es gibt wohl kaum ein anderes Bundesland, in dem die Durchlässigkeit von dualer Ausbildung und Hochschulausbildung so hoch ist wie in Nordrhein-Westfalen. Und das müssen auch Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, einmal zur Kenntnis nehmen, wenn Sie eine mangelnde Gleichwertigkeit der verschiedenen Systeme beklagen. Das Land hat doch eine ganze Reihe von gezielten Unterstützungsangeboten aufgelegt, die wir auch diskutiert haben im Ausschuss, die sich auch vorgestellt haben, die Projekte wie das Projekt Talentscouting, das Landesvorhaben »Kein Abschluss ohne Anschluss«, der bundesweit einmalige Studifinder oder die Initiative Zukunft durch Innovation, ZDI. Und alle diese Initiativen bieten jungen Menschen Orientierungshilfen und Anregungen, sowohl für berufliche als auch für akademische Bildungswege. Und zu nennen ist auch das duale und das triale Studium, wo akademische und berufliche Ausbildung zusammengeführt werden. Und bei letzterem kann neben dem Bachelorabschluss auch der Meistertitel erworben werden. Und schließlich hat die Verordnung über den Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte den Zugang zum Studium ohne Abitur deutlich erleichtert. Und während das Land in der schulischen Berufsausbildung und mit dem Hochschulpakt zahlreiche zusätzliche Ausbildungsplätze geschaffen hat, liegt das Angebot der Unternehmen allerdings deutlich unter der Zahl derjenigen, die eine betriebliche Ausbildung suchen. Und hinzu kommt, was eben noch schlimmer ist, dass nur noch 7% überhaupt der Betriebe Hauptschülerinnen und Hauptschüler ausbilden. Die Betriebe haben sich offensichtlich an eine Bestenauslese gewöhnt. Und der Appell der Partner im Ausbildungskonsens lautet ja deshalb auch, Hauptschülerinnen und Hauptschülern eine gleichwertige Chance zu geben und sich dabei nicht alleine an Zeugnisnoten zu orientieren. Denn diese sagen nur wenig über die praktischen, personalen und sozialen Fähigkeiten aus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in Deutschland sehr viele junge Menschen, die die Fachkräfte von morgen sein können. Wir müssen ihnen durch Beratung
und weitergehende Maßnahmen dazu verhelfen, ihr Potenzial zu entfalten, egal ob in einer akademischen oder in einer beruflichen Ausbildung. Die Redezeit. Wenn alle zur Verfügung stehenden Ausbildungsplätze mit Interessierten besetzt werden würden, hätten wir kein Fachkräfteproblem. Auf der anderen Seite verlangt die Wirtschaft nach noch mehr akademisch ausgebildeten Fachkräften. Und da darf sich eben kein Widerspruch auftun, was nur möglich ist, wenn das gesamte Potenzial derjenigen genutzt wird, die ausbildungswillig und ausbildungsfähig sind. Auf den Punkt gebracht, wer die Attraktivität der dualen Ausbildung stärken will, muss eine Ausbildungsgarantie verwirklichen. Mit Ihrem heute vorgelegten Entschließungsantrag versuchen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, die Phantomdebatte über den Akademisierungswahn erneut aufleben zu lassen. Aus gutem Grund haben wir diesen auch schon im vergangenen Jahr abgelehnt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Seidel. Und für die CDU-Fraktion.